Ja, wir begrüßen Luca Ferri, der Regisseur von The House of Love. Einen schönen Gruß nach Bergamo. Ti saluto. Sono contenta di parlare con te. Ich bin froh, mit dir zu sprechen. The House of Love ist der letzte Teil einer Trilogie über das häusliche Leben. Was bedeutet Häuslichkeit für dich persönlich? Was interessiert dich daran? Ci sono moltissimi limiti naturali quando si fa un film. Beim Filmemachen gibt es eine Vielfalt natürlicher Grenzen wie Budget, Zeit, Ressourcen, Gelegenheiten und Bewegung, schlechte Lichtverhältnisse. Also eine ganze Menge Schwierigkeiten, denen man im Allgemeinen begegnet. Spannend ist es, sich explizit Begrenzungen oder problematische Situationen zu suchen. Meine Entscheidung, drei Filme ausschließlich im häuslichen Bereich zu machen, ist genau das. Neue Herausforderungen und Probleme zu suchen, erlaubt es dir und dem Team, auf die Suche nach neuen Lösungen zu gehen, um genau das zu verwirklichen, was dir vorschwebt. Eine Begrenzung ist also nie ausschließlich etwas Negatives, sondern eine grandiose Gelegenheit. Etwas, das die Synapsen in deinem Hirn in Bewegung bringt. Trilogia dell'appartamento anche legata alla volontà di avere tutto sotto controllo, tutto. So entspricht die Entscheidung, das Begrenzte einer Wohnung zu suchen, auch der Lust, alles unter Kontrolle zu haben, in kleinen Räumen, begrenzten Zimmern. Das erlaubte mir und auch uns formal, den generellen Überblick zu behalten. Der Blick auf die Gegenstände, auf Kleinigkeiten, ist auf diese Weise näher an Aspekten der Malerei als am filmischen Blick. Hinzu kommt, dass ich ein verhinderter Architekt bin. Mich inspiriert also der menschliche Körper in seinem Habitat, inmitten seiner Behausung. Auch welche Rolle Architektur in unserem Leben spielt, regt mich zu neuen Gedanken an. Nelle nostre vite. La seconda domanda è in realtà legata al. Kurz nach der Weltpremiere des Films in Berlin kam es zum Lockdown in Italien. Hat die Ausgangssperre deinen Blick auf das Thema verändert? Meine Art des Filmemachens richtet sich nicht nach dem Aktuellen, dem Heute. Es ist weit weg von Politik. Nach meiner Meinung geht es für einen Autor darum, sich in der Zeit zu verorten, jedoch im Sinne eines viel weiter gefassten Begriffes von Zeit. Einer Vorstellung, die über die aktuelle Gegenwart hinausgeht. Obwohl ich in Bergamo lebe, einer der am meisten von der Pandemie betroffenen Städte, hat mich die Situation ehrlich gesagt nicht interessiert. Der Lockdown hat mit der Wahl des Themas Häuslichkeit für meine Trilogie nichts zu tun. Die dritte Frage, wie verlief die Motivsuche und die Arbeit an den Szenen zwischen dir und Bianca? Die Arbeit bei ausgeschalteter Kamera war sehr viel umfangreicher und schwieriger als der eigentliche Dreh. Der Beginn, also das Kennenlernen von Bianca, war kompliziert und es brauchte viel Zeit, mit ihr in Kontakt zu treten, sich mit ihr, ihren Klienten, ihrem Leben, ihrer Welt vertraut zu machen. Und natürlich, sich gegenseitig näher zu kommen, war nicht einfach. So wurde also dieser Prozess der längste, der schönste und fragilste in den gesamten Dreharbeiten. Wenn es dir dann gelingt, dass alles ganz natürlich wirkt, ist es das Resultat eben dieser schwierigen ersten Phase. Etwas Wichtiges zu mir selbst möchte ich noch ergänzen. Selbst wenn Filme eine vollkommen überflüssige Kunstform sind, kommt doch ab und zu etwas Gutes dabei heraus. Es schafft die Voraussetzung, Situationen zu erfahren und dich in Kontakt mit Personen zu bringen, denen du in deinem Leben niemals begegnet wärst. Etwas Großartiges.
per questo aspetto, solo per questo und nur aufgrund dieser Tatsache denke ich, dass Kino auf mich und mein Leben einen enormen Einfluss hatte. Das ist ansonsten nicht so. Die Heilige und die Hure sind religiös aufgeladene Klischees, mit denen die Inszenierungen im Film arbeiten. Welche Rolle spielt das Heilige im Haus der Liebe? Der Aspekt des Heiligen ist wichtig. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass sich das Sakrale im Zentrum einer Arbeit aus sich selbst heraus offenbart, ganz autonom. Es kann nicht konstruiert werden. Meine Art des Filmens ist pragmatisch, rational, ein Kino Excel, streng und konzentriert. Wenn im Inneren dieses kompakten, strikten Arbeitens Störungen von außen auftauchen, wenn sich Situationen auftun, die nicht vorhersehbar waren, das ist wie eine Erleuchtung. Das, was sich am meisten dem Konzept des Heiligen annähert. Dario Bazis hat in seinem Eröffnungsmonolog uns alle vollkommen überrascht, weil wir nicht im Mindesten wussten, was er als Schauspieler erzählen würde. Ganz sicher offenbart sich das Heilige, aber es ist nie etwas, wonach wir absichtlich suchen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Geduld. Falls ihr dieses Video vor dem Film seht, wünsche ich euch eine gute und erhellende Vorstellung. Danke. Grazie.